ihr wisst, was bin ich für ein Survivor? Ich finde mega krass, in welche Extreme Knossi immer bei den Emotionen driftet so. Der könnte gleich in Tränen ausbrechen. Oh, dann bin ich jetzt gespannt. Ich schalte jetzt rum auf Seven vs. Wild Folge 3 nackt im Dschungel. Die Online-Shop hat eine Landingpage erstellt, auf der es nochmal Zusatzinfos zur zweiten Staffel gibt. Thema Location und auch Ausrüstung. Zusätzlich gibt's ein kleines Startpaket, das heißt, ihr könnt genau schauen, was ihr bräuchtet, wenn ihr Einsteiger seid und selbst mal rausgehen wollt. 10% Rabatt gibt's natürlich auch mit dem eingeblendeten Rabattcode und den Link dazu findet ihr im angepinnten Kommentar und der Videobeschreibung. Jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge von Sam vs. One. Ich will also versuchen, mit nur einem Gegenstand zu überleben. Das ist der Paradiesapfel. Wilson! Bist du's? Ich hab so geilen Loot hier. Ich hab einfach Süßwasser. In diesen Survival-Modus zu kommen, ist echt nicht einfach. Also weiter rein in die Mangroven. Tag 1. Kurze Einschätzung von dir. Als Letzte hat man ja Knossi. Ich möchte nichts vom Chat hören. Knossi mit Blut gesehen. Meinst du, hat das Auswirkungen? Wegen hier tropisches Klima, Wunde halt nicht, Gefahr, keine Erfahrung draußen? Oder meinst du... Kommt drauf an, wie er es behandelt, gell? Mit was soll er es denn behandelt? Ja, er kann ja das Medipack aufmachen. Ach so, ja, stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Stimmt. Weil es an... Das war der erste Tag, gell? Ja. Ich habe noch gar nicht geschlafen. Also es ist wirklich der Ankunftstag. Ja. Also jetzt stand ja gerade 14 Uhr. Genau. Also wenn er schlau ist, an seiner Stelle würde ich gucken und... Einen Arzt rufen. Nee, ich weiß nicht, was ist Desinfektionsmittel oder sowas im Medipack drin? Müsste bestimmt. Dann würde ich es, glaube ich, aufmachen, weil ich sonst riskiert das, die 7 Tage nicht durchzuhalten. Ja, ja, ja. Also den Punkt... Abzug würde ich, glaube ich, an Tag 1 in Kauf nehmen. Wer ist dein Favorit? Otto. Otto auch. Otto. Okay. Sie ist also auch Team Otto. Aber ich mag auch Nova sehr gerne, weil sie einfach so zum Sonnenscheinchen ist. Und Knossi ist halt saulustig. Ja? Also als der Wilson ausgepackt hat in der letzten Folge, ich dachte, ich sterbe. Ich habe es im letzten Stream gesagt. Ich habe mir nie Knossi-Content angeschaut, weil ich immer nur so Casino-Sachen, Casino-Streams davon gehört habe und so weiter. Und da ich immer so, ja, warum soll ich mir einen Casino-Stream anschauen? So, ist nicht meins. Ich habe den komplett anders eingeschätzt. Ich dachte auch, der ist vielleicht so vor der Kamera, aber ich glaube, der ist durchgehend so. Der ist einfach ja. so. Ja, also das kaufe ich ihm auch 100% ab, dass er einfach so ist. Ja, so, jetzt gucken wir, was Fritz so treibt. Ob es bei ihm immer noch tropft. Schattenwolf, dankeschön. Ah ja. Ich wähle eine stumpfe, rostige Machete. Fuck. Ich sag's euch ganz ehrlich, das Ding von Otto ist richtig geil. Das hier, naja. Guck mal hier. Keine Chance. Also Fritz ist im Prinzip mit einem also mit null Gegenständen da. Ein bisschen rüberrutschen? Nee, dann kommst du mir ja nah. Scheiße. Naja, das wird anders die nächsten Tage. Das ist natürlich jetzt auch hier sofort, ne? Schlanggebiet und sowas. Hier musst du jetzt aufpassen. So, alles lose. Eigentlich nicht auf den Boden fassen. Don't do stupid shit, hieß es. Ich hab eine Frage. Wärst du eher in den Dschungel reingegangen oder vorne am Strand geblieben? Kommt natürlich auf den Spot drauf an, aber in 7 Tagen hängst du ja nicht nur am Strand ab. Also früher oder später. Also aber wo würdest du dich wohler fühlen? Vorne am Strand oder im... Achso, Lager hätte ich auf jeden Fall am Strand vorne aufgebaut. Also ich definitiv. Ich bin gar nicht mehr im Dschungel. Ich finde Strand und Meer und so saugemütlich. Gemütlich, ja, aber Fritz hat ja bisher einen Spot, wo es einfach gar... Der hatte keine Kokosnuss bisher. Ja, das war eine allgemeine Frage. Achso. Ja. Ich glaube, das wird seine persönliche Challenge, Kokosnüsse zu finden. Ja. Ah, hier sind schon Dornen dran.
Ich bin jetzt ungefähr eine halbe Stunde hier durch den Dschungel gelaufen, habe mir verschiedene Spots angeguckt. Moment mal, Fritz ist jetzt schon seit 2 Minuten zu sehen, es gab noch kein Tutorial. Warum nicht? Es kommt jetzt, guck, er hebt schon den Finger. Aber ich bin mir tatsächlich gerade sehr, sehr unsicher, ob ich jetzt wirklich mein Lager hier im Dschungel aufbauen soll oder doch lieber irgendwo in der Küstenregion. Das Problem ist diese klassische Übergangszone, wo du so einen schönen Sandstrand hast und dann geht's so ganz seicht in den Dschungel rein. Habe ich hier nicht. Ich hoffe, dass jemand anders so einen Spot hat und sich ein schönes Camp aufbaut. Aber ich muss mich tatsächlich entscheiden, ob ich unten auf diesen Felsen da irgendwie schlafe oder hier wirklich im Dschungel drin. Allerdings schwirren hier auch schon Moskitos rum. Und ich glaube, hier wird's auch richtig finster und dunkel drin. Aber ich muss abwägen. Bisher gab es noch keinen Spot, der mich wirklich richtig überzeugt hat, wo ich gesagt habe, mega geil, da fühle ich mich wohl. Ich bin wieder unten an den Mangroven. Meine ganze Ausrüstung müsste da hinten stehen. Ich bin jetzt oben durch den Dschungel lang. Jetzt macht er erstmal den Fabio in Staffel 1, erstmal verlaufen und Sachen nicht wiederfinden. Ja, ich glaube, er hat wenigstens das Medi... Nee, Medipack weiß ich nicht, aber... Stimmt, ich hatte GPS, gar nichts an mir. GPS stimmt, ja. Hier sieht es schon wieder geiler aus. Alter. Das müsste der Fluss sein, der quasi da drüben reinmündet. Aber das sieht auch so aus, als würden sich hier die Krokodile hinschillen. Boah, es ist so dicht, ey. Da hinten komme ich niemals durch. Ich glaube, ich werde mir das ein bisschen aufheben für die nächsten Tage. Also ich glaube, dass, wo wir eben über Knossi gesprochen haben, dass der, dass das unterhaltsam ist, dem zuzuschauen, dass er keine Erfahrung hat und so weiter. Fritz macht das Ganze, wird das Ganze super interessant machen, weil er sich eben in den Dschungel reinschlägt. So. Das hier, sowas wird man nur noch bei Otto sehen. Ich glaube, dass die anderen Teilnehmer nicht so sich da im Dschungel mit Schlangen und allem rumbewegen. Ja, das meinte ich ja. Würde ich ja auch nicht. Ich versuche erstmal wieder zurück zu meiner Ausrüstung zu kommen. Oh, krass, ey, dieses Labyrinth. Ja. Also, es macht halt auch keinen Unterschied, ob ich hier durch die Mangroven durchstampfe oder durch den Dschungel. Ist beides nicht so geil. Aber da vorne müsste es schon wieder vorbei sein. Boah, ist das dicht, ey. Ich glaube, ich lasse den Stock hier. So, ich bin wieder zurück aus dem Dschungel hinter mir. Das sind meine Sachen, wo ich reingegangen bin. Ich war bei dem Fluss unterwegs, war bei den Mangroven unterwegs. Ich kenne jetzt schon mal ein bisschen meine Umgebung. Aber das Wichtigste bei der Lagerplatzwahl ist, dass man sich da wohlfühlt. Ein gutes Bauchgefühl hat, das Ganze schön findet. Und mir ist es persönlich wichtig, einen Platz zu haben, wo Licht reinkommt. Ich aber auch ein bisschen Schatten habe, wo ich weit gucken kann, wo ich auch ein bisschen was vom Ozean mitkriege. Das heißt, ich werde tatsächlich wieder ein bisschen zurückgehen in die Richtung. Weil hier hinten ist mir das alles zu düster, zu dunkel, zu sumpfig. Und vor allem auch viel zu viel Moskitos. Ich merke, wie ich mittlerweile richtig am Schwitzen bin. By the way, meine Klamotten sind übrigens kein Stück trocken geworden. Es ist alles noch komplett klamm. Das dachte ich mir. Ich bin auch gespannt, ob da die Klamotten trocken werden, die Otto irgendwo aufgehangen hat wegen der Luftfeuchtigkeit da. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass die 7 Tage lang alles nass haben, so feucht, klamm und alle mit Hautpilz nach Hause kommen. Ja. Ich bin gespannt, was heute Nacht wird. Aber es wird Zeit, den nächsten Schluck zu wagen. Ich sag mal, es ist locker eine halbe Stunde um. Ist nichts passiert. Mein Magen grummelt nicht. Von daher, Prösterchen. Bisschen mehr getrunken, aber auch das reicht jetzt erstmal. Die Linse ist sehr schmantig durch das ganze Salz. Krass, ich bin jetzt wieder zurück an der Stelle, wo ich mein Wasser aufgefüllt habe. Und könnt ihr euch daran erinnern, wie ich hier die Flaschen ausgewaschen habe? Thema Ebbe und Flut. Guckt mal, wie weit das Wasser zurückgegangen ist. Ach krass. Das ist schon mal gut zu wissen,
Weil dann kann ich eventuell auch bei Ebbe einfacher rüber die nächsten Tage mal. Aber heute macht es für mich keinen Sinn, rüber zu gehen, sondern ich will auf jeden Fall auf der Seite mir ein Lager suchen. Was ich auch schon festgestellt habe, hier geht auf jeden Fall ein leichtes Lüftchen und oben steht die Luft total. Das heißt, oben wird viel mehr Viehzeug unterwegs sein, als hier irgendwie am Ufer. Aber trotzdem habe ich immer noch keinen Lagerplatz gefunden. Bei den ganzen Steinen könnte man, ich glaube, was ich gemacht, ich hätte mich da irgendwo hingelegt, so, wenn das jetzt sicher wäre, dass da kein Wasser hingeht. Und dann hätte ich mir aus den Steinen erstmal eine Mauer gebaut, wegen den Krokodilen. So eine, wo ich so drüber steigen kann, damit das so gemütlich ist. Weil ich finde, es ist wichtig, dass es nachts gemütlich ist. Da wäre mir auch wichtiger. Dann hättest du erst mal dein Feuer gemacht, was komplett den Wald ausgeräuchert hätte. Genau, Feuer hätte die Dinger, aber ich weiß nicht, wie schwer das sein wird, da bei dem Klima ein Feuer anzubekommen mit den Materialien, die es da gibt. Aber die Mauer wäre auf jeden Fall safe gewesen. Wäre mir wichtiger gewesen als hier so ein Regendach. Einfach nur so, dass man so ruhig schlafen kann. Du nicht? Nein, ich hätte keine Mauer gebaut. Warum hättest du keine Mauer gebaut? Weiß ich nicht, weil vor allem mit den Steinen. Ja, halt so gestapelt. Ja. Hätte bestimmt Bock gemacht. Ich glaube, das Krokodil wäre dagegen und dann wäre die Mauer eingestürzt. Ja, aber dann kriegt man das ja mit. Wenn du so schläfst, dann würdest du ja nichts mitbekommen. Also erst, wenn es zu spät ist, vermutlich. Da wird die Frage gestellt, wie viele Gegenstände du mitbekommen hättest. Wahrscheinlich keine. also ist ja schon mal ein Riesenfaktor. Wir hatten es im letzten Stream, als Sascha da die Sachen weggepackt hat. Schlafsack ist nicht schlimm, wenn man den hier auf der tropischen Insel nicht dabei hat. Da hätte ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Feuer ist, denke ich, wichtig, wenn man irgendwie Wasser abkochen möchte, wenn man vor den Tieren irgendwie einfach nur für ein gutes Gefühl, also kann man auch drauf verzichten. Und ich hätte da auch einfach hier Machete, sowas mitgenommen. Messer, Machete, ja. Hier vorne geht sofort Lichter Dschungel los und das gefällt mir nicht. Ich habe auf jeden Fall schon einen Plan, was mein Schlaf-Shelter-System angeht. Aber dazu verrate ich später mehr. Ich glaube auf jeden Fall, dass es anders wird als bei den anderen. Naked Survival, ja. So, Kokosnuss öffnen, habt ihr tausendmal schon gesehen. Kann man entweder in der Mitte mit einem flachen Gegenstand bzw. der Rückseite der Machete machen, dann geht die in zwei. Oder man hat hier diese drei Löcher und drückt den Mund ein. Ich glaube, jeder der anderen Teilnehmer wird sich heute eine Kokosnuss snacken. Safe. Safe. Irgendwie habe ich es gerade nicht mitbekommen. Hat er die gerade gefunden? Wo hat er die hergezaubert? Ich weiß es auch nicht mehr. Weil er hatte ja. Aber hier. Gesagt, nee. Aber da ist eine Palme. Ach, vielleicht lag die da rum. Okay. Aber ich habe leider keine grüne am Start. Ich habe die übrigens Kokosnuss. Und das Schöne ist, gekauft. Hast du? Ja, zu Hause. Das würde ja heißen, dass du mich liebst. So ein bisschen. Da wusste ich noch nicht, dass du den Müll rausgebracht hast. Ja, das ist, dann hättest du, was hättest du sonst noch alles mitgebracht? Hättest du das gewusst? Ich habe dir gestern noch alles für Saft mitgebracht. Stimmt. Gut. Ja. Weiter. So eine Kokosnuss hat auch viele wertvolle Inhaltsstoffe. Ich habe noch ein bisschen meine 100 Gramm Kokosnussfleisch enthält ca. 360 Kalorien. Alter, da crazy. Blaubeeren sind da ja, also ist ja ein Witz. Das Kokoswasser ist voll von Mineralien, wie Kalium, Calcium, Eisen, Zink, also Phosphor und Seelen. Sag ich immer, Elektrolyte, mega geil gesund, geiles Zeug, vor allem wenn die so viel schwitzen, ist das natürlich viel geiler als alles andere. Prioritätenliste überdacht und dadurch, dass ich jetzt erstmal das Wichtigste erledigt habe, das ist das Thema Wasserversorgung in Form von gefiltertem Wasser durch die Gesteinsschichten und in Form von zumindest erstmal solchen braunen Kokosnüssen, werde ich die Prio auf jeden Fall auf Schlafplatz, Shelterbau legen. Und ich denke mal, das Thema Feuer wird eher so ein Ding für morgen, weil es ist alles nass. Ich habe noch nichts Trockenes gesehen. Uah. Ah.
aufschlagen ist doch immer noch am besten. Ja, ohne Mist. Kokoswasser, das ist einfach. Da, auf die Kokosnüsse, da bist du richtig neidisch, gell? Ich habe es gestern schon im Stream gesagt. Alter, so viel Geld, wie ich für Kokoswasser zu Hause ausgebe, Alter, ich hätte da sowas von gelootet. Shelterbau, völlig egal, erstmal looten. Liz, würdest du dich für so einem Format auch mal stellen wollen? Nein. Coconut! Genau, Kokosnuss, Unterkunft aus leeren Kokosnüssen gebaut, ja. Die ist komplett am Arsch. Die ist komplett am Arsch. Krass. Naja. Ich bin gespannt, wie die nach einer Woche aussieht. Naja, was soll's. Otto. Hallo. Klamotten hängen zum Trocknen. Übernachtungsplatz auch gefunden. Wasser haben wir. Und ich gehe jetzt mal. Ist eigentlich schon fertig, oder? Im Adams-Kostüm schön erkunden hier. Neue Schuhe habe ich auch. Woher dieser. Also, ich finde es zum einen gut, dass er für Johannes sich nackt ausgezogen hat. Damit er richtig viel Arbeit hat? Genau, viel Arbeit durch Verpixeln hat. Da habe ich ja blöderweise auch Rücksicht drauf genommen, so bei Staffel 1. Da, also, dass man sich so denkt, so, oh ja, hier. Aber da einfach schon mal top. Auf der anderen Seite lebt er dann natürlich in Gefahr. Wenn da jetzt sowas rumbaumelt und da ist eine Schlange oder so, oder man stößt sich, also eine Unterhose kann einen da auch nicht schützen, aber irgendwie denkt man so, dass es einen schützen könnte. Das Kopfkino. Ja. Der Bach kommt, was da oben ist, weil Süßwasser, ob ich das einfach so trinken kann. Und ich möchte mich einfach schön im Schatten aufhalten. Ja, das Wasser, das Frische sieht eigentlich genauso aus wie unten. Boah, und dann auch noch so eine Machete dabei und keine Unterhose. Guck mal, wenn das so schwingt, so ausholt, da muss man aufpassen. Das geht gar nicht. Soll ich hier noch großartig weiter den Bach hochgehen oder nicht? Wir sind tatsächlich schon mal ein bisschen Arbeit, das mal freizuschlagen. Und mir sind ein paar gute Gedanken gekommen, wenn ich hier das sehe. So ein Knäuel Fischernetze, Alter. Krass. Die getrocknet, wie so ein Bett. Wenn das erhöht ist. Geil, ich liebe den Chat. Otto hat gleich mal den Köder ausgepackt. Gehhilfe. Oh, wie kam er? Und so dachte, einfach zwei Macheten sind besser als eine. Oh Mann. Ja, Punkbanane, das wäre auch genau mein Humor gewesen. Hätte es mehr gefeilt, wenn wir einem Pornobike bis zum Boden zensiert worden wären. Ich finde, da wurde aber schon in der Vorschau, ich jetzt irgendwo gesehen, da wurde schon einiges zensiert. Ja, zu Recht. Jetzt hier echt über Ottos Penis reden? Also komm. Gemächt. So gut funktionieren. Na, jetzt erstmal weiter im Dschungel. Da geht das Wasser weiter hoch. Hier stehe ich, aber im Adamskostüm ist da kein Weiterkommen. Siehste? Er hat genau die gleichen Sorgen. Da ist kein Weiterkommen. Mit Unterhose wäre da weitergegangen. Aber ja. So ist da kein Weiterkommen. Das ist ausgeschlossen. Passt nicht. Weil sich da jetzt durchzuschlagen geht, kommt man aber ewig langsam vorwärts. Ich glaube, da warte ich einfach, bis meine Sachen trocken sind. Beim Auswaschen. Und komm da mal wieder und ja. Kraxel mal den Weg zurück, den man Kommissar. Nichts. Mein kindisches Hören freut sich an den Kommentaren. Okay. So zu, wie von, der Grundschule von hier, Nela, ja. Von Nela zum Beispiel könnte sich ja verfangen. Ja. So eine ganz hilflose Situation wäre daraus entstanden. Vor allem, er hat ja nicht mal ein GPS-Dings oder irgendwas an sich, weil er läuft ja wirklich. Ja. Der wird dann nach 7 Tagen abgeholt und er hängt irgendwo nackt im Dschungel. Ja, das wäre ärgerlich. Sieht, glaube ich, ganz okay aus. Eigentlich müsste ich was abkochen, natürlich klar, direkt durch ein Feuer gehen. Aber Shelter geht erstmal vor. Und ich weiß nicht. Jetzt sieht er mir ganz okay aus. Was ist jetzt los? Weißt du's?
Janosch, der Bär schreibt, falls eine Schlange angreift, wird es wohl ein Revierkampf. Das GPS-Gerät wird von dritten Beinen getragen. Hydrate or die. Nochmal Suppele. So, jetzt ernst der Lage. Das sind Menschen in einer Survival-Situation. Auch Otto. Nackt. Nackt. Kann mal Suppele. Um in meine Höhle zu gelangen, muss ich komplett über die... Oh, oh. Unfall. Nichts passiert. Aber das wäre mit normalen Schuhen. Otto, erschreck uns doch nicht so. Passiert. Aber ich habe nur Flipflops. Nee, dazu muss ich über diesen Steinstrand. Und da scheppert die Sonne so, dass ich mir wahrscheinlich sofort ein Sonnenband einfange. Aber ich habe mich nun mal entschieden, mein Shelter oder zumindest mal erst in Nacht da hinten da auf, da durchzubringen. Süßwasser habe ich. Ja, ich bin auch überlegen, ob ich dieses Netz einfach mal raushole aus dem Wasser, trocknen lasse. Könnte nämlich auch eine coole Matratze sein. Also mehr Sachen gleichzeitig. Ich kann jetzt nicht, das ist wieder so eine Situation wie letztes Jahr. Ich weiß nicht mehr wegen was. Ich kann gerade nicht in den Chat reingucken, weil sonst können wir diese Reaction hier vergessen. Erstmal trocknen gerade vor allem die Klamotten. Die dürfen auch schon gleich trocken sein. Oder hoffe ich zumindest. Weil dann lässt sich das auch wieder leichter bewegen. Und man ist nicht so Sonnenbrand der Gefahr so ausgesetzt. Außer natürlich im Gesicht, Ohren und so weiter. Yep. Obwohl es eigentlich sogar ganz angenehm ist, nackt durch die Gegend zu laufen, muss man sagen. Wenn der Sonnenbrand nicht wäre. Alter. Klamotten sind trocken. Ach, krass. Fast wirklich komplett trocken. Selbst Schuhe und Socken. Krass, das hätte ich nicht gedacht, dass das dort funktioniert. Krass. Aber er hat es auch in der, also richtig in der prallen Sonne. Ja, ja, ja. Aber krass, das ist schon mal interessant zu wissen. Schuhe sogar noch vor Socken. Es ist super. Das heißt, ich bin jetzt startklar, um Gas zu geben und baue mir da mein Halbhöhlenschelter fertig. Das ist das Ziel. Mal gucken, was ich überall Baumaterialien finde. Steine und, und. Und ich habe gemerkt, ich weiß nicht, ob ihr was sehen könnt, da hinten am Horizont gibt es verschiedene Arten von Wolken, die sich so auftürmen. Das bedeutet meistens nicht, dass es schön wird, sondern eher, dass es richtig frisch wird. Deswegen bin ich auch dankbar, dass ich so eine Halbhöhle sonst was da habe. Kann kommen, was da will. Wir los mit Bauen. Ah, guck mal hier, Liz. Ja, ja, das ist er baut Krokodile. Eine Mauer. Ja. Ja. Davon wusste ich nichts. Ja. Siehst du? Ihr seid Brüder im Geiste. Das steigert einfach das Gemütlichkeitsempfinden. Ach, kaum packt man hier ein paar Steine an, schwitzt man schon wie Sau. Klamotten wieder nass. So, bis jetzt sieht es von unten nicht so viel aus. Hier war halt dieser Riesenstein schon. Jetzt will ich das eigentlich hier komplett zumachen. Also, so ähnlich könnte es aussehen. Oder der Anfang davon, dass man zumindest mal zwei Hölzer hat. Quersachen drauf. Ja, wäre eine Sache, könnte man machen. Aber dann kam mir der Gedanke, hier gibt es wirklich irre Dinge. Irre Dinge. Ist ein bisschen mit Kraft anstrengend verbunden. Deswegen, wenn ich weiß, ob ich das machen soll. Aber es wäre schon mega, wenn das klappen würde. Ach, übrigens, genau, Klamotten. Ja, vom Schwitzen werden sie natürlich langsam wieder ein bisschen feuchter, aber sind nicht mehr pitschnass und vor allem nicht mehr mit Salzwasser nass. Ey, was haltet ihr von dieser Platte? Geil. Alter! Die ist riesig. Mega. Das kommt nicht so rüber. Perfektes Bett. Das heißt, da könnte ich so entspannt mich drauflegen. Tiefenentspannt. Problem ist, das Ding muss in die Hülle. Ja, jetzt schafft er doch. Und ich weiß nicht. Weil es echt sehr, sehr schwer ist. Und darüber zerren würde bestimmt irgendwie klappen. Aber mal schauen. Da finde ich besser wie zwei irgendwelche Hölzer. Das Ding könnte ich einfach hin auf die Steine knallen. Bob.
ist auf jeden Fall schon mal eine komplett ebene Fläche oder nahezu ebene Fläche. Und dann geht es nur noch darum, wie kann ich es abpoltern, aber das Ding kracht nicht runter. Das ist einfach, wäre perfekt, meiner Meinung nach, das Ding darüber zu bringen. Oha. Ah, die Wunde. Oh, hallo Krabby! Hallo Krabby! Ich liebe die Tiere. War das nur Vorschau? Neue Idee. Nee, das war das Letzte, was man gesehen hat, aber er hatte da aus Versehen mit Zeitraffer irgendwie gefilmt. Aber, ja, keine Ahnung. Hör zu! Hör zu! Der Baum, Kokosnuss, rechts, egal. Und der Baum, eine alte Kokosnuss, rechts und links, Ruhe. Ich würde hier quasi in die Hängematte steigen, aber kein Dach. Ich sag dir ehrlich, für heute okay. Bisschen bewölkt, aber ey, ich schlaf direkt am Strand. Fühlt sich nicht geschützt an, fühlt sich kacke an. Aber irgendwie, wie dafür gemacht. Ey, da wird's einfach reinregnen. Da kannst du auch nicht viel mit Dach bauen. Was willst du für Dach bauen? An die ganzen Survival-Experten wieder, bau dir doch ein Dach. Ich sag dir eins, die Kippe heute Abend, die habe ich mir verdient. Die habe ich mir verdient. Wunde geht, will ich auch noch an der Stelle sagen. Ich öffne kein Notfall-Kit. Ist ja klar. Also man kann auch mal sehen. Das geht. Ah, das sah okay. Aber echt übel aus. Stock drinnen raus. Kein Problem. Wir gehen hier hin. Und morgen überlege ich neu. Komm, egal. Ich baue jetzt auf. So sieht's aus jetzt. Ist doch schön. Ist doch geil, oder nicht? Ist doch nett. So stellt man sich, glaube ich, eine Hängematte vor im Paradies. Ich muss das, ey, aber ich bin nicht happy. Jedes Mal ein Gekraxel, ihr könnt euch nicht vorstellen. Von da, also, ich bin nicht happy, aber das sind wilde Strände. Ja. Über Müll schlafen einfach. Voll im Müll. Ohne Dach, egal. Hauptsache Hängematte. Und wenn es regnet, no joke, dann stehe ich auf, dann bin ich wach. Ist mir egal. Ich hatte gestern schon im Stream das Thema. Bin super gespannt, wie das bei Knossi läuft. Aber diese Ist-Egal-Dingens kann nach hinten losgehen. So dieses, ja, passt schon irgendwie, wenn der dann da irgendwie, ich weiß nicht, wie lange es da regnet, wenn es da regnet. Aber wenn der da 6 Stunden im Regen liegt, dann ich hatte ist überlegt, es zu spät. Also jeder hat ja irgendwie Seil oder irgendwas gefunden. Er nicht, weil mir kam gerade die Idee, konnte man das nicht einfach über ihm mit den Palmen irgendwie verbinden und dann mit Blättern oder sowas ab? Ja, wenn er zumindest, das wird auch nicht 100% dicht sein. Nee, aber das hängt auch ein bisschen so, die Kokosnuss ab. Ja, dass er da halt irgendwie die Palmblätter da nimmt und übereinander stapelt, mehrere Schichten und irgendwie so. Aber klar, hier vom Stuhl aus ist das immer leichter alles gesagt als getan. Aber diese ist ihm egal, ist schwierig. Nur nachts hier aufstehen. Nachts hier aufstehen. Wer steht denn nachts auf? Ach, Junge. Also ich muss auch sagen, dass ich bei so einen Tagestouren, wenn ich jetzt weiß, ich bin eine Nacht irgendwo draußen und es fängt nachts an zu regnen, dann ziehe ich mich auch einfach in den Schlafsack zurück und penne weiter so. Am nächsten Tag ist dann natürlich alles komplett nass und so, ne? Aber es ist halt für eine Nacht, aber er ist halt da länger so. Das ist gut, oder? Leg ich mal rein. Da noch ein Stock rein. Ich bin fein. Wenn es regnet, bin ich am Arsch. Erste Nacht mit Blick auf Beach. Jetzt reicht's mir gleich. Aber Schläppchen kurz aus. Die Viecher kommen auch schon. Man merkt schon Mücken und so. Jetzt fühlt er sich sicher. Ja. Ja! Ja. Also, ey. Vom Spektakulären ist das der Place, ey. Besser kann es nicht sein. Alter, ist schon geil. Ey, besser kann es nicht sein. Jetzt brauchst gar nichts mehr machen. Die Ridgeline schön hochgezogen. Das ist der Place to be.
ihr wisst, was bin ich für ein Survivor? Ich finde mega krass, in welche Extreme Knossi immer bei den Emotionen driftet. So. Der könnte in Tränen ausbrechen. Ja. Wenn da jetzt eine Mücke reinfliegt, jetzt als Beispiel, dann würde er nein. Und dann wieder komplette Freude. Ich finde das total krass, so emotional. Aber glaube ich ihm, dass er ja, so ich glaube ihm das auch. Aber ich glaube, man zweifelt da erst dran, weil es nicht viele Menschen gibt, die so sind. Ja. Notfall-Survivor. Ich bin wie 90% der Leute. Sowas wird für mich nie, das war gar keine Option. Und ich habe keine Ahnung, vielleicht sagt ihr zu Hause, ja, so würde ich es auch machen. Vielleicht sagt ihr aber auch zu Hause, der hat gar keinen Plan. Ich weiß, dass ich viel Unsinn heute schon gemacht habe, mit den Schlappen rumlaufen, aber ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ich meine, guckt euch das an. Hier rumzulaufen ist nicht einfach. Der Strand ist nach hinten geschlossen. Für mich ist kein Durchkommen. Alter, die Moskitos jagen echt. Für mich ist kein Durchkommen nach hinten möglich. Oben links, es ist kein Weiterkommen möglich. Vielleicht, wenn ich da hinten über Felsen kletter. Aber ey, boah, muss ich auch nicht haben. Muss ich auch nicht haben. Komm, Jungs. Gleich mal für ein gutes Gefühl. Kommt Coconut runter. Kommt Coconut runter. Jetzt ist er im Modus. Kommt die runter! Was war das für ein Schrei? Ich weiß aber nicht. Ich glaube, da sich jemanden Spaß erlaubt hatte. Ja, da hat sich auch jemanden Spaß erlaubt beim Schnitt. Nee. Ist doch nicht so leicht. Staubwanne! Für alle, die gedacht haben, das kann man, so einfach geht das. Gar nichts, gar nichts. Später. Später. Abgehakt, die Sache. Gibt's halt keine Fuchs. Das wollte ich probieren. Ist krass. Es ist nicht einfach. Naja gut, hier liegen ja auch einige, aber die sehen sehr vergoren aus. Aber da können auch einige gut dabei sein. Kein Problem. Wie die hier. Ah, okay, der Chat weiß wieder mehr. Hier Easter Egg. Max hat sogar eine Story gemacht mit dem Beweis, dass er es eingefügt hat. Was, Max hat die Videos geschnitten? Ich dachte, Johannes muss ran. Ich hätte lieber Johannes, dass er leidet. War der William-Stream. Ist ein alter Running Gag unter Cuttern. Geil. War mir bisher kein Begriff. Nee. Da muss man aufmachen, muss man probieren. Alles voll hier. Was ich auch entdeckt habe, als ich vorhin hier das Lager aufschlagen wollte, ist dieses Zeug. Ich glaube, das ist trocken, furztrocken. Das ist fürs Feuermachen gut. Aber hey, später. So beschissen. Hier die Sachen. Jedes Mal hier ganz runter, Felsen. Da hinten wieder hoch. Das kann ich mir für 7 Tage. Da wünsche ich mir was anderes noch. Wird kein Baum wachsen so schnell. Das ist ein Hai. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Alter. Das ist jetzt kein Witz, da ist ein Hai. Da ist ein Hai. Seht ihr den? Seht ihr die Flosse? Ja. Das da nicht. Scheiße. Ach du Scheiße, ist das gruselig. Oh. Oh mein Gott. Da ist er eben aufgetaucht. Ich hoffe einfach, dass es einen Shot gibt. Ach, da, da. Alter! Also das sieht man ja auf jeden Fall, oder? Alter, krass. Da. Da hier. Das ist super nah. Also zu wissen, dass ich da heute Morgen schön reingesprungen bin und dann hier an Land geschwommen bin. Also ich glaube, sie wird ihre Taucherbrille nicht benutzen zum Film, was verständlich ist. Jetzt nicht mehr. Besonders eigentlich sind Haie ja nachtaktiv.
Und er schwimmt immer hin und her. Was macht er? Robert Marc Lehmann. Robert Marc Lehmann wäre direkt. Geil. Zurecht reingesprungen, ja. Oh, du meinst, ist er da ganz hinten. Jetzt sieht man das nicht mehr so gut. Ich hoffe einfach, dass ihr den Hai sehen konntet auf irgendeiner Aufnahme. Das klingt so doof, aber es ist irgendwie geil zu wissen, dass noch jemand anderes hier ist. Selbst wenn es nur ein Hai ist. Ich weiß auch schon wieder nicht, was ich war. Ach genau, heute ein sehr spannender Tag. Jetzt wäre die Frage, die ich dir immer stelle. Sind das echte Wimpern? Nein, natürlich nicht. Aber warum halten die denn? Ja, weil die da dran geklebt werden. Also sie hat natürlich echte Wimpern, aber da ist dann pro echte Wimper sind dann so ein Fächer mit künstlichen Wimpern draufgeklebt. Hält, bis die echte Wimper rausfällt. Okay. Liz klärt mich immer auf in sämtlichen Dingens. Ich dachte auch immer, boah, die haben aber immer alle schöne Wimpern, bis ich dann auch irgendwann mal dachte, nee, die kleben. Also die gehen alle zur Kosmetikerin. Krass. Sabrina nicht. Also ich glaube Nova ja, Sabrina. Und sind das dann Extensions? Weiß ich nicht. Sie hat ja die Haare geflochten, aber da wurden auf jeden Fall also künstliche Haare mit reingeflochten. Ob die jetzt fest? Auf jeden Fall? Auf jeden. Echt, warum? Wo dran sieht man sowas? Alleine an der Masse von der Haare. Wie Masse? Ich habe auch dickes Haar. Ja, trotzdem. Man hat ja vorher gesehen, was sie sonst für Haare hat. Safe. Okay. Ja. Würdet ihr sowas sehen? Ich würde sowas nicht sehen. Ich habe jahrelang geglaubt, ja, safe, auf jeden Fall. Die sie hat auch irgendwas auf den Fingernägeln. Die hat ja auch die Nägel noch machen lassen, kurz, aber da ist ja auch irgendwas drauf. Und was ist denn da drauf? Sie für sieht was? Gut aus. Nein, das ist ja keine Kritik. Ich finde es nur interessant, weil ich sowas nicht sehen würde. Ich denke, das ist einfach, dass du halt nicht so lange Wimpern hast, hätte ich jetzt gedacht. Also ich würde das halt nicht checken. Ja, deine sind halt normal. Nächste Diskussion. Angekommen? Natürlich, ist auch Grundwissen. Warum ist das Grundwissen? Ohne Mist. Ich habe, glaube ich, erst so vor 2 Jahren hast du mir das mal in irgendeiner Sendung gesagt. Ja, es sind ja Extensions. Ich so, was für Extensions? Ja, sieht man aber auch immer sehr. Also das sind immer so super schlechte bei diesen ganzen Trash-Formaten. Da machen die sich einmal die Haare hoch und dann siehst du hier überall die okay. Tapes. So. Sieht aus wie so Klebestreifen. Okay. Das ist ein andermal. Wir sind abgedriftet, aber ich wollte Liz ihre Meinung wissen. Ich finde, sie sieht sehr schön aus. Ich habe trinkend Wasser gefunden. Das war sehr cool. Wo mir auch im Nachhinein aufgefallen ist, ist einfach da drüben. So, ist aber auch eine Trinkwasserquelle, weil da sich das Regenwasser sammelt. Und hier läuft das Süßwasser aus dem Fluss, läuft hier ins Meer. Da haben wir Kokosnüsse erfolgreich darunter geholt und sie aufgemacht. Also die eine war jetzt vielleicht nicht der beste Move und war jetzt vielleicht auch immer nicht so schlau, aber ich habe es gemacht. Ja. Und jetzt ist halt das Einzige noch so ein bisschen Shelter-mäßig. Ich bin jetzt hier ein bisschen in den Dschungel reingegangen. Oha. Guck mal, wie riesig dieser Baum ist. Hammer. Aber das ist so ein bisschen hier so eine Sackgasse. Klar könnte ich mich hier durchschlagen, aber ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise da für mich mehr Möglichkeiten gibt, irgendwo mit meinem Biwaksack zu pennen. Liz, soll ich dir kurz nochmal off-topic was sagen, wo ich mich gerade ein bisschen verschäme und es soll auf keinen Fall respektlos rüberkommen. Also, es ist einfach, du weißt, was ich für ein Struggle damit habe. Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis, jetzt ohne Mist, dass ich gerade eben sie gesagt habe, weil ich mir nicht sicher war, ob sie Nora oder Nova heißt. Ich weiß sogar, wie ihr richtiger Name ist. Krass. Ja, habe ich mir nämlich auch gemerkt. Krass. Wie gesagt, ich kann mir Namen merken. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, das war schon immer so, ich kann mir keine Namen merken. Das ist ganz, ganz schlimm. Das merkt man auch gar nicht, wenn jemand in der Stadt Hallo sagt und du erstmal so, Hallo. Und in deinem Kopf weiß ich, da ist da gerade so. So ein Affe, der so macht. Ja, Mann, Manfred Günther. Es ist echt schlimm. Das ist richtig schlimm. Aber es war schon immer so. Antonia. Ach so, Antonia. Ja, sie heißt Antonia. Ach so, das ist der Nachname. Nova, okay. Ach so, alles klar. Nachname? Weil das weiß ich nicht. Ich dachte, das wäre ihr. Einfach ihr YouTube-Name. Okay. Aber ihr hättet jetzt auch Sabine reinschreiben können. Wir haben ja eine Sabrina. Oder Hildegard hätte er euch auch geglaubt. Auch hier geht es sehr steil hoch. Eine Idee habe ich noch. Und das ist, weil jetzt immer noch Ebbe ist, dass ich einmal auf den Felsen da drüben klettere und gucke links und rechts, wie es da aussieht. Mittlerweile bin ich dabei, mein Shelter zu bauen. Hinter mir. Dieser Spot hat folgendes Problem. Info, Joris hat es nicht geschafft, ein Feuer zu entzünden. Da hinten ist alles noch nicht voller Fliegen. Ich traue es ihm zu. Hier
Oben ist alles relativ trocken, viecherfrei und auch sonst meiner Meinung nach relativ gut geeignet. Diese beiden Wurzeln, zum einen die hier und zum anderen die hier, sollten mein Gewicht ganz gut halten können. Ich habe hier mit der Machete schon ein bisschen Arbeit geleistet und habe Einkerbungen gemacht. Diese Einkerbungen sollten das Seil, das ich da später zum Befestigen der Hängematte nehme, ganz gut halten. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Aber ich muss definitiv kreativ werden, denn dieser Stamm ist tatsächlich hohl. Da waren Termiten schon am Werk und deswegen traue ich diesem Ding hier nicht mehr ganz so sehr. Das Gute daran... Ich finde cool, Joris strahlt auf jeden Fall eine Kompetenz aus. Also so, dass das Hand und Fuß hat, was er da macht. Also er könnte mir jetzt alles erzählen und ich würde es nicht glauben. Das dachte ich aber auch, ja. Wenn ich fallen würde, würde ich zwar auf... Wie gut fandst du die so? Also wir haben mittlerweile herausgefunden, dass die nicht so heißen, dass das was anderes war. Aber diese Lulu-Früchte, findest du das auch so lustig wie ich? Dass heißen Früchte die gibt, nicht so? Die, nee, es war wohl irgendwas... Also meinte der Chat, ich habe es nicht so geprüft. Früchte. Die heißen Lulu. Was? Wer denkt sich denn den Namen Lulu aus? Das... Lulu. Ja. Hat mir eine andere Person zu Hause erzählt, dass es die Früchte in Kolumbien gibt. Ach, Lulu. Aber Lulu. Ja, ich finde den Namen einfach cool. Aber es waren die nicht, oder was? Laut Chat nicht. Also wegen einer, ich habe es nicht überprüft. Aber es gibt die Früchte. Ah, krass, die sehen ja echt so aus. Im Steinboden fallen aber nur ungefähr einen Kilometer tief. Genau deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen landeinwärts laufen, um zum einen Holz zu finden und zum anderen Palmblätter. Diese Palmblätter sehen zwar geil aus, Problem ist aber, es sind Stachelpalmen. Und die haben überall kleine Stacheln. Das heißt, die Stacheln hier von den Blättern zu entfernen, würde mir zu viel Zeit kosten jetzt erstmal. Die Alternative ist einfach ignorieren. Guck, das eben meinte ich, ist immer so einfach, wenn man hier sitzt. Eben meinte ich noch bei Knossi, guck mal, da hätte man sich da die Palmenblätter stapeln können. Ne? Mhm. Jetzt von Joris erfahren wir, ist nicht. Unsere Palme suchen, vielleicht gibt es ja hinten ja auch noch sowas wie Kokosnüsse. Wer weiß, jetzt erstmal schauen. Also das Wasser sieht immer noch sehr sauber aus hier oben. Keinerlei Verschmutzung oder sonst was. Das ist gut. Wasser ist sehr klar. Okay, also Resümee. Ich werde keine andere Palme finden, außer der Stachelpalme. Das heißt, ich gehe zurück an den Strand, weil ab jetzt wäre alles viel zu kalorienaufwendig, um ein paar Palmblätter ranzubringen. Ich habe jetzt gehofft, da wäre irgendwie was bodennahes. Aber tatsächlich scheint es mir so, als hätte ich keine Alternative, als den Stachelpalme zu nehmen. Okay, also Chat weiß mehr. Einmal heißt die Lulu Mompinpflaume, gelbe Mompinpflaume. Und Knossi hat Kokosnusspalmen und nicht diese Stachelpalmen. Alles klar, okay. Dankeschön. Sie zu entstacheln und das Ganze dann für den Shelterbau zu nutzen. Übrigens auch hier, ne? Da überall diese Stacheln. Es ist enorm wichtig zu schauen, wo man hinläuft. Wenn man eine Sekunde unachtsam ist, kann eine Scheiße passieren. Das möchte man nicht. Vor allem, wenn man keine Unterhose anhat. Wie gehe ich das aber Ganze an? Ich habe hier verschiedene... Sehe es nicht, das aber war ich jetzt grad quasi nochmal so... Ne, aber er könnte auch keine Unterhose anhaben, man würde es nicht sehen. Das könnte sein, ja. Bei Streams habe ich oft keine Hose an. Bambusrohre gefunden. Diese Bambusrohre nehme ich jetzt als Grundgestell, um mein Fischernetz als Hängematte zu nutzen. Ob das Ganze klappen wird, ich weiß es nicht. Ich zeige euch das Ganze mal ganz kurz. Wie gesagt, ich habe die beiden Wurzeln dazu verwendet, das Gestell zu basteln. Das Ganze sieht jetzt so aus. Es ist belastbar, aber sehr wackelig. Die ersten Wehwehchen sind übrigens auch schon da. Kleine Hautlappen fehlen. Überall die ersten Moskitos, die mich gestochen haben. Ich habe rote Punkte überall. Ja, aber darüber hinaus geht's mir gut. Das heißt, es sind alles Wunden, die jetzt nicht wirklich medizinisch relevant sind. Dafür bin ich dankbar, denn bisher ist nichts schief gegangen. Ja, gut. Ich komme voran. Ihr seht es hier. Es wird. Also, zwei Bambusstammen. Ich habe hier alles ziemlich gut befestigt. Nice. Das einzige Problem, das hier ist nicht fest. Diese Y-Verzweigung. Geil. Und natürlich, das hier ist ein bewegliches Element. Eigentlich wahrscheinlich ziemlich bequem, wenn das Ganze so ein bisschen federt und so ein bisschen cozy ist. Aber ist natürlich schwierig, damit zu basteln. Ich denke, ich bekomme es hin, dass ich da drin angenehm schlafen kann. Ich brauche jetzt noch ein bisschen mehr Fischernetz tatsächlich, aber ich habe unendlich viel. So viel, wie ich aktuell habe, kann ich nicht benutzen. Deswegen
werde ich es wahrscheinlich jetzt einfach dafür nutzen. Ja, wie ich das Dach mache, absolut gar keine Ahnung. Wirklich gar keine Ahnung. Ich bin richtig überfordert, weil das Dach mindestens 4 Meter hoch sein wird oder sein muss, dass es irgendwie was taugt. Oder ich mache es halt einfach nur kurz über mich. Aber auch da, wie mache ich das? Ich bräuchte jetzt irgendwie einen Ast, der 5 Meter lang ist. Ja, doch, von dort quasi bis hier. Ja, darüber hinaus, ich habe jetzt einen kleinen Tisch, ich habe meine Sachen mal alle hergeholt. Das Wasser aus dem Bach ist unglaublich sauber. Also wirklich, da drin ist kein einziger Partikel mehr. Ich trinke das also einfach so aus der Quelle. Gut, soweit von mir. Dort eine Kirche. Also ich habe das mit den 4 Metern auch nicht verstanden. Ich weiß nicht. Er meint die Länge, nicht die Höhe. Ah, okay, okay. Ah, okay, danke. Was würde das denn machen? Einfach komplett durchnässt. Alles ist immer durchgehend komplett durchnässt. So am Schwitzen. Moskitos beißen mich schon überall. Ja, du schwitzt natürlich und jetzt muss ich da so tief rein. Weil da geht's nirgends. Boah, ist das ein Scheiß. Ist das ein Scheiß. Boah. Hängematte mit Moskitonetz. Fuck. Okay, also. Mir ist richtig schlecht. Einfach lauter auspowern. Ich kann nicht mehr. Komplett durchschwitzt. Boah. Überall die Viecher. Moskitos. Und ich schaff's nicht, das nachzubauen, wie ich es probiert habe. Weil da ist der Boden ganz anders. Du kannst nicht graben. Lauter Wurzeln sind. Lauter Steine, die ersten 10 cm nur Steine. Hier Auflösung, 4 Meter hohes Dach. Also irgendjemand, er baut den Dachstuhl direkt mal aus, falls Besuch kommt. Und Tina schreibt Gästezimmer für Otto, der auf dem Hai angeritten kommt. Vor allem haben alle Spitzen. Ständig schneidet man sie. Also ich glaube, die Hängematte wird bald dran glauben müssen. Aber noch gebe ich nicht auf. Zweiter Plan wäre natürlich einfach da irgendwo pennen. Heraußen. Einfach nur 2 Stämme hin. Lang, also 2 längs, die anderen quer. Leicht erhöht. Fertig, einfach nur. Aber ist schon risky mit dem Krokodil. So richtig krass Angst vor Krokodilen, gell? Also der sagt alle 2 Minuten Krokodil. Hätte ich auch. Also Krokodil, Alter, alles. Ich finde Wasser an sich halt sau unheimlich. Ich wäre da auch so bedacht, wie ich da vorgehe. Aber guck mal, der Otto und Fritz ja irgendwie nicht, die pennen direkt unten. Also. Ach so, ja, ja, gut. Aber ich hätte mir ja auch eine Mauer gebaut aus Stein. Ja, ja, Otto hat ja auch dies. Diese Scheiße ist einfach. Ihr habt da nur Steine. Es ist nirgends gemütlich. Nirgends ist es weich. Nirgends. Ach stimmt. Was denkst du? Er hatte die Gegenstände hier. Fighter schreibt gerade, soll er doch einfach die Hängematte rausholen. Er könnte es sich sehr einfacher machen. Meinst du, macht er das oder zieht das durch? Glaubst du nicht? Echt? Glaubst du, dass er einknickt? Der ist jetzt schon so viel am Schimpfen wie alle anderen zusammen. Gut, aber er hat sich eben auch hat sich in der Folge davor auch an diesem Pfeilgiftbaum gedingst. Ja, ich glaube, der ist dazu. Also selbst Knossi geht da irgendwie besonderer dran als er. Okay, gut, vielleicht auch hyped wie damals Niklas. Also ich meine, der war ja auch einfach nur mega hyped, ja. Hatte Bock. Ich muss mir ihn mehr angucken, ich weiß es nicht. Kannst du noch nicht einschätzen? Hier wird gesagt, niemals, der beißt durch. Ich glaube auch, dass er das durchhält, weil ich glaube nicht, dass, also er macht das, ich glaube auch nicht, dass er sich da selbst betrügen würde und die Sachen rausholen würde, wenn die Kamera aus ist. Aber ich denke, also ich glaube, er zieht das durch, ohne da was rauszuholen. Okay, ich sag dagegen. Um was wetten wir? Komm, jetzt haben wir 2 Meinungen. War nicht wieder hier um Fußleisten oder sonstigen Scheiß. Nee, einen Overnighter kriege ich noch im Wald. Ja, ja, aber nicht deswegen. Um was wetten wir? Um was sollen wir wetten? 1 Euro. Ja, Fabi ist immer so, komm, wir wetten um 10 Cent. Um 1 Liter Kokosnusswasser. Liz ja, mag kein Kokoswasser. Ich mag's nicht. 20 Liegestütze. Nee. 1 Woche Wäsche machen. Ja, aber das mache ich ja sowieso immer. Also wenn Fabi gewinnt, was? Hallo, ich lege, wenn ich mit der Sporttasche nach Hause komme, extra die nassen Klamotten hin. Wo waren die eigentlich heute Morgen? Fuck, ich habe die nicht ausgemacht. Ja, nicht gewaschen. Scheiße. Pech gehabt. No way.
Oh Gott, also ich komme gar nicht mehr hinterher hier. Fabi verzichtet eine Woche auf Kokoswasser und Liz auf einen anderen Lieblingslebensorg. Geil, ich nehme dir Kaffee dann. Nee, doch, hör auf. Doch, okay. Dann stehe ich morgens nicht auf. Ja. Musst du die Kinder in den Kindergarten bringen? Ja. Eine Woche kein Kaffee? Ja. Nee. Dann bist du so voll zum Junkie. Das, nee, dann nehme ich die eine Woche Saft. Guck, da ist die krass. Alles im aber guck mal, wie du tickst. Du nimmst mir quasi was Gesundes, was gut für meinen Körper ist, gut für meine Gesundheit, gut das für, war nicht mein, dass ich für die Familie da sein kann. Und ich nehme dir quasi ein. Ich kann auch für die Familie Sucht, da sein, wenn ich. Ein Suchtmittel nehme ich dir. Ich trinke einen Kaffee am Tag. Ja, aber du drehst durch, wenn du eine Woche keinen Kaffee durchdrehst. Nee, letztens, als ich krank war, habe ja, ich auch ist gar kein getrunken. Problem, gell? Ja, ich merk's. Sascha, enttäuscht mich nicht. So, jetzt war ich kurz im Kopf im Wasser. Ich überlege gerade, was ich jetzt machen soll. Es wäre saulustig, wenn ihr jetzt die Hängematte so auspackt. Ich habe gegraben die ganze Zeit. Es fällt immer wieder um, weil hier einfach nur Steine sind. Überall Steine. Was willst du hier bauen? Und auch wenn du weiter reingehst, nur Steine. Jetzt überlege ich, ob ich einfach hier so quer sehr gut Dinger leg. Ja. Also viele Äste. Also ich würde dir die Hängematte einfach holen. Einfach schräg hin. Dann bin ich einfach da drauf. Keine Ahnung. Die ganze Zeit die Gedanken, einfach die Hängematte nehmen. Zwei Gegenstände, wäre immer noch mega nice. Nein. Aber Plan Nein. B, ich probiere es jetzt ist noch. Ist jetzt der erste Tag. Die Teile nehme ich gerade mit. Schleppe ich gerade schon. Oh. 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 Könnte mir jemand sagen, was er für Gegenstände noch dabei hat? Der hatte doch noch mehr, oder? Paracord, Wasserfilter, Feuerstahl. Paracord oder eine Hängematte? Oder beides? Also Paracord und Hängematte. Paracord hätte ja, ach genau, da hat irgendjemand sich noch drüber lustig gemacht. Paracord hätte man sich ja komplett schenken können, so viel Zeug wieder rum. Ja gut, das konnten wir ja nicht wissen, ja. Filter, ja, das könnte auch. Also er wird, ich weiß nicht, ob Hängematte, aber er wird seinen Sack aufmachen. Sein Loch, meinst du? Sein Loch, was auch immer, seine. Er wird sich was nehmen. Da jetzt irgendwie mehrere längs an da drauf bin. Keine Ahnung. Oh, fuck. Boah, ist kein selber, kann man sich nicht vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen. Die Steine. Was ist das überhaupt? Und warum stinkt das noch scheiße? Hey, ich hab so geschleppt, könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Baumstamm und der fette Baumstamm waren schon da. Dann habe ich den geholt, den fetten da. Und den fetten da, von da drüben, den Riesenteil, um mich nochmal hier abzuheben, ja. Und dann habe ich die ganz langen Teile geholt und so längs gelegt, damit sie... Wir haben für die ganze Staffel gewettet, also jetzt nicht für die eine Folge, sondern... Also er wird, also ich wette, er wird nicht mit einem Gegenstand die 7 Tage durchziehen, falls er 7 Tage schafft. Doch, denke ich schon. Aber es zählt jetzt nicht, wenn er zum Beispiel an Tag 5 oder so abbrechen muss. Das hat damit nichts zu tun. Es geht nur darum... Brechen? Ja, dann habe ich sowieso gewonnen. Nee, wir haben eben über die Gegenstände, Liz. Ich lasse mich jetzt hier nicht über den Tisch ziehen. Kannst nicht mal, echt. Ich einfach hier zuliegen kann. Also Erhöhung, Erhöhung und dann auf den Teilen drauf. Ich habe jetzt durchgerackert, weil ich weiß, es geht jede Sekunde, wird finster und da drinnen gestochen worden von Moskitos, 1000 Mal. Ich hab so reingerackert, ich hab da drüben 3 Stunden so reingerackert. Es hat einfach nicht geklappt. An die Österreicher, was heißt reingerackern? Reingeackert? Keine Ahnung. Für mich hat sich das wie Ackern angehört. Oder meinte er, dass er in den Dschungel rein wollte, aber nicht durchkam? Gearbeitet, ja. Gearbeitet? So hat Malochen. Okay. Malochen. Ah, geschuftet, arbeiten, alles klar, vielen Dank. Aber nicht aufgeben, Fokus behalten. Obwohl er schon richtig schlecht ist und du denkst, jetzt wird's gleich finster. Du kannst auf den Stein nicht pennen. Wenn da ein Sand wäre, mir egal, ich schlafe auf dem Sand. Geht nicht. Da ganz drüben ist Sand, aber da ist die Flut. Ja. Und deswegen hier, jetzt das gebaut. Natürlich, scheiß drauf, da sind die Mangroven. Da ist Süßwasser. Wenn da ein Krokodil kommt, frisst es mich. Kommt's da raus, frisst es mich. Es sind da überall Tierwege.
Wildschweine, was weiß ich. Aber deswegen die Erhöhungen, ich habe versucht, so gut es geht. Morgen werde ich weiterbauen. Vielleicht kommt morgen da ein Dach dazu, so schräg. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich lasse vielleicht das einfallen. Ich hoffe einfach, dass es heute Nacht nicht regnet. Auf gut Glück. Und dass kein Krokodil kommt. Und keine Wildsau. Und keine Schlange. Und kein Nix. Aber ich bin da, glaube ich, echt gut aufgestellt. Mit dem anderen bauen waren übrigens Ameisen. Auch mit dem Seil, das wäre scheiße gewesen. Die Ameisen wären über das Seil dann gekommen und wären bei mir herumgegrabbelt. Wirklich, man muss an zu viele Dinge denken. Das, ja, jetzt habe ich mal länger nicht gefilmt. Ich habe jetzt alles aufgebaut, weil ich so einen Stress habe. Aber so schaut es jetzt aus. Ich weiß, es schaut vielleicht nicht nach viel aus, aber es war so viel Arbeit. Jetzt 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden nur gebaut. Hardcore. Das große Problem, weil ich werde extrem viel trinken, okay, geht. Aber ich werde extrem viel Nahrung brauchen. Ich habe jetzt schon so einen Riesenhunger. Wenn du, der Körper ist an nichts gewohnt. Nichts. Weder die Luftfeuchtigkeit, noch das ganze Zeit uneben gehen bei den Steinen. Mit meinen Schuhen. Immer. Sascha hat sich für eine einfache Sportschuhe als Schuh. Ach krass, echt? Das ist krass. Warum? Sascha hat sich für einfache Sportschuhe als Schuh. Wisst ihr warum? Hat er das irgendwo gesagt, warum er sich für Sportschuhe entschieden hat? Ob er morgens auf einem Floß aufwacht? Nee, ich bin gespannt, wie die Wette ausgeht, sollte Sascha sein Zeug heute Nacht von der Flut weggespült werden. Nein, der hat das ja. Nein. Ich weiß es nicht, wo es ist. Durchgehend, jeder Schritt. Dann. Komfort, ja. So schwer mit der Rakete. Racker, ey, es ist krass. So krass. Weil es bequem ist. Ich will nicht jammern, okay, ich habe auch keine Zeit. Ich hätte die Letten mitgenommen. Deswegen weiter geht's. Die liegen da ja am Strand rum. Stimmt. Grünfläche drauf, vielleicht schaffe ich es irgendwie. Grünzeugs drauf. Dass ich irgendwie halbwegs gut bin. Ah, Sabrina, ihr Shelter, bin ich mal gespannt. Ich bin ganz ehrlich, stabil ist das nicht, aber es steht wieder. Mein Ziel ist es heute wirklich erstmal einfach nur ein regendichtes Dach zu bekommen oder einigermaßen regendichtes Dach und erhöht zu liegen. Alles andere kommt dann morgen. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen und große Palmenblätter suchen. Hier kam gerade Onkel Micha, Fabi und Liz bei Seven vs. Wild, du sagst. Nee. Alter, ich glaube, also da. Das würde einer nicht überleben. Einer nicht überleben. Wir würden alleine jeweils weiterziehen. Das wäre, ja, es würde nur, also wir würden nicht zusammen zurückkommen. Mhm. Also wir würden, ja. Einer würde überleben. Nee, ich glaube schon, dass wir beide überleben würden, aber. Getrennt voneinander. Ja. Einer sucht sich ein Krokodil, der andere ein Hai. Ja. Ich habe gerade was gefunden. Ich habe zwar ein Messer. Ach, krass. Aber wenn ich jetzt kein Messer hätte, dann könnte ich mir vorstellen, dass man sich hier raus ziemlich gut ein Schneidwerkzeug machen könnte. Weil der ist echt ganz schön scharfkantig. Ich will ja nichts sagen, Leute. Aber oh. Also ich verstehe auch. Ich hing gerade mit. Verstehe auch, warum Nova sich die Haare hat flechten lassen. Du kannst da auch drin hängen bleiben, aber ich glaube, es ist angenehmer, wenn die streng zurück sind. Hm, kann sein, ja. Mein Hahn in diesem Stachelbusch. Der hat von unten, der hat überall Stacheln. Ich bin gerade dabei, hier so ein paar Blätter abzumachen. Ich merke gerade, dass die nächsten 7 Tage hart werden. Ich habe es mir jetzt anders überlegt. Wie schnell die umbauen. Das können. Ding hat einfach, krass, einfach so nicht zack, gehalten. Kommt mir so vor, wie wenn du Sims spielst. Einfach zack. War so instabil. Das ist jetzt auch nicht optimal, aber es ist schon mal ein bisschen fester. Und ich muss jetzt irgendwie was hinbekommen, dass ich heute Nacht. Guck mal, Nova hat, den wird sie nicht brauchen, den bräuchte aber dann Sabrina. Ja, sie können tauschen, Handel betreiben. Ja. Sollte es regnen, einigermaßen trocken bleibe. Ich werde das natürlich alles hier noch irgendwie versuchen festzubinden. Da muss ich hier das irgendwie noch versuchen, so ein bisschen abzudecken. Mir fehlen halt so ein bisschen gerade, also einfach Stöcker fehlen mir hier. Ich muss mal gleich gucken, wie ich hier noch so ein bisschen was finde.
Ja, ich glaube, es wird später auf jeden Fall noch so eine kleine Dusche fällig. Ja, ich merke aber, es ist halt nicht mehr morgens. Also es wird hier jetzt schon alles ein bisschen düsterer. Oder zumindest ist die Sonne so ein bisschen weg. Ja, ich brauche auf jeden Fall heute Nacht ein Feuer. Ich finde es gerade so ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie viel Zeit ich noch habe. Ich habe das Gefühl, dass es schon so ein bisschen dämmert. Ich weiß halt leider nicht, wie spät es ist. Und ich habe gerade mir so ein paar Gedanken gemacht, was ich jetzt als nächstes mache, weil... Guck mal, naja. Zopf. Ja, sie hat, ich habe mich ja auch eben gefragt, ob sie ein Haargummi dabei hat. Ah, okay. Ja, das hier wird mich definitiv nicht vor Regen schützen. Trotzdem habe ich mir jetzt überlegt, dass ich mich jetzt erstmal um eine Feuerstelle kümmere, dass ich irgendwie ein Feuer hinkriege, und sollte es heute Nacht in Strömen irgendwie anfangen zu gießen, dann muss ich zusehen, dass ich irgendwie irgendwo in Sicherheit komme, mich irgendwo drunter stellen kann und dann da ausharren kann. Ich habe das jetzt hier gerade schon vorbereitet. Ich bin gleich mal gespannt, ob das klappt. Ich habe jetzt hier ein bisschen Zunder hingelegt. Hier dann nochmal so ein paar trockene, einigermaßen trockene Kokosfasern. Da ein paar kleine Stämme und dann hier jetzt ein bisschen Holz. Ich muss ganz ehrlich sagen, eventuell werde ich einfach diesen großen Stamm hier nehmen und den immer nach und nach ins Feuer schieben. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Okay, ich glaube, die Sonne geht bald unter. Ich kenne das. Wenn die Sonne so steht hier, dann geht das ruckzuck. Dann ist ruckzuck weg. So, ich habe mir auf dem Weg eine Kokosnuss mitgenommen. Und ich dachte mir, ey, das ist die perfekte Vorrichtung, um Kokosnuss zu öffnen. Das ist mein Kokosnussöffner. Also so wie es aussieht, glaube ich, das wird meine Küche. Das ist mein Wohnzimmer. Das ist mein Schlafzimmer. Und ich habe auch schon noch eine Idee, wo mein Badezimmer wird. The biggest mansion. Das größte Haus am Beach. Ich benutze einfach den ganzen Strand. Ich brauche kein Haus. Ich benutze den ganzen Strand. Ich habe verschiedene Bereiche. Ich gehe nachher duschen da. Ich gehe nachher da duschen. Und dann bin ich sauber und gehe ins Bett. Jetzt nochmal die Kokosnuss auf. Wer glaubt, dass es klappt? Ja, alle schreien sie hier. Aber ich glaube, man merkt auch eins, sagt ehrlich, wie ich durch den Wind bin. Ne? Für alle, die gedacht haben, ja klar, der macht jetzt hier den Clown oder was. Danke, wie soll das gehen? Ich bin ernst dabei. Ruhe. Da ist wieder hier mit Klinge auf Stein und so. Erstmal stumpf machen. Das habe ich früher auch immer gemacht. Ich hatte den Stein noch gar nicht getroffen. Ja, aber weil mir sowas früher immer passiert ist, Axt schön in die Steine, schön in die Erde, wenn ich irgendwo hier Bike-Strecken und so gebaut habe, das, da denkt man nicht dran, wenn es einem noch nicht passiert ist. Habe ich mir einfacher vorgestellt. Haben wir anders geübt. Das gibt's doch nicht. Es ist nicht so, wie wir es uns geübt haben, aber wir hatten halt auch nicht diese Art von Kokosnuss, ne? Die Zune. Ich lasse das mal. Das macht mich zu arg fertig. Ach nö. Das ist gefährlich, ja, ne? Das ja, mit dem, aber ich find's angenehmer als dieses Rumgeschimpfe die ganze Zeit. Ich glaube auch, er wird es nochmal machen, auch das andere. Aber er ist dann so, warum jetzt gerade hier irgendwie negative Dings oder so? Ja, aber was ich jetzt... Also die Sache ist, ihm fehlt dann das Erfolgserlebnis. Und das stimmt. Und das ist das Problem, was ich meine. Also ich meine jetzt nicht, es ist nicht schlimmer, eine Pause mit irgendwas zu machen, aber er hat mehrere Sachen, was war das andere? Ach genau, die Kokosnüsse oben runterdingsen, das Dach über die Hängematte. Also es sind jetzt hier die Kokosnuss aufbekommen, sind drei Sachen, wo er kein Erfolgserlebnis hat. Und das macht ja was mit dir. Aber er hat Wilson gefunden. Er hat Wilson gefunden. Ich finde es sau interessant. Also und er hat nachher noch die Zigarette, die er rauchen kann. Ja, ja, gut, vielleicht glaub, ist das für ihn so ein
Da bin ich gespannt, wie unterschiedlich da die Köpfe funktionieren. Weil mich würde es total triggern, wenn ich wüsste, das eine ist nicht abgeschlossen. Ich könnte dann gar nicht mit was anderem anfangen. So, weißt du, wie ich meine? Ja, aber so tickst du. Ja, ja, das meine ich ja. Ob das dann bei ihm nachher auch Auswirkungen hat, dass er sich irgendwie denkt, so, oh shit, ich krieg nichts hin und keine Ahnung. Mega interessant. Das habe ich jetzt zurecht gesucht. Wenn meine Berechnungen richtig sind, das fühlt sich wie hochbrennbar an. Ich weiß nicht warum. Von dieser Palme. Von klein nach groß. Stöcke und Treibholz, Bambus, eine alte Kokosnuss. Ich würde erstmal die kleinen Teile reinlegen. Komm, wir probieren das jetzt. Keine Kokosnuss aufgekriegt. Hoffentlich schaffe ich es wenigstens Feuer zu machen. Weil ansonsten weiß ich auch nicht. Ich bin gespannt. Ich brauche hier mal schön hin. Boah, es wäre krass. Es wäre wichtig. Es wäre so wichtig für mich. Ja. Riecht nach Feuer, ja. Aber brennt nicht. Ja. Aber kleine Glutkrümel, das könnte gut gehen. Es muss kleiner sein. Oh, Baby, ein Erfolgserlebnis bitte heute. Bitte ein Erfolgserlebnis. Ja. Alter. Okay, das brennt. Oh, es hat gebrannt. Geil. Ja, komm. 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 Komm, Junge. Komm. Alter, wie ich das feiern würde, wenn Knossi als erster Feuer anbekommt. Ja, safe. Komm. Alter, ja, safe. Geil. Mega, mega. Mega gut. Schnell das andere Zeug drauf. Ja, Baby. Geil. Mehr. Ja. Das hier ist das gute Zeug. Das hier ist das gute Zeug. Das hier ist das gute Zeug. Ich hab Feuer gemacht. Alter, ist dieser Typ geil. Ich hab Feuer gemacht. Das ist krass. Es brennt, es brennt. Alter, ist das krass, oder? Das ist krass. Ich hab's geschafft. Geiler Typ. Am Leben halten. Okay, ich habe einfach Feuer gemacht. Wer weiß, wie lange es brennt, aber es brennt. Es brennt. Es brennt. Ich habe einfach Feuer gemacht. Okay, das kann ich. Ich kann etwas. Ich kann etwas. Das ist wichtig. Weil ich denke, ich habe schon solche Gedanken, dass ich keine Kokosnuss aufkriege. Aber ich kann Feuer machen. Das reicht für heute. Das reicht mir. Das ist krass. Ich habe einfach Feuer. Das ist so sick. Moment. Einiges geschafft, aber Feuer ist wieder ausgegangen. Ja. Feuer ist wieder ausgegangen, aber es glüht noch. Es dürfte reichen. Was ist das? Für eine meiner Zigaretten. Denkt immer dran, das soll keine Werbung sein, ehrlich. Für Zigaretten. Ich bin da selbst auch nicht stolz drauf und wirklich. Vielleicht macht diese Reise was mit mir. Aber ich habe echt an so einem Tag wie heute noch nie so wenig an Zigaretten gedacht. Und deswegen nehme ich mir heute eine raus. Boah, bitte nicht runterfallen. Boah, das Feuer glüht wenigstens noch. Ist wasserdicht. Oh ja. Wie kann man sich so freuen, ne? Rauchen macht sehr gut. Ja, die Einblendung finde ich gut.
ist unser Held. Geh nie weg von der Insel. Bleib da. Nee, ich muss den Filter abbrechen. Asozial am Beach. Das ist furchtbar. Warum Filter abbrechen? Was ist das? Warum fragst du mich? Bin ich die Raucherin oder nee, was? Ich frage mich nur gerade. Weiß jemand, warum er den Filter abbricht? Der sieht aber sehr lang aus, der Filter. Ja. Zu lang. Für Zunder. Ah, Zunder. Nee. Damit oh Gott, weniger. Jetzt eskaliert. Mehr Stoff, mehr Nikotin. Knallt besser, ja, das dachte ich ach, auch. Ach, krass, okay. Ja, okay. Wir haben okay. Experten. Dankeschön. Das sind lange Zigaretten, okay. Behalte dich als Zunder. Ah, das ist es. Das war ein bisschen gefuddelt, oder? Jetzt einfach mal eine Runde chillen. Nur eine einzige Runde chillen. Es ist unfassbar. Boah. Ich habe es immer noch nicht realisiert, ja. Der Rocher-Chat. Wenn die Sonne untergeht, gehe ich direkt ins Nest. Weil jetzt wird's dunkel da hinten. Oh Mann, ich habe so einen steinigen Strand. Kein Baum am Sand oder sowas. Es ist kennst so du das Lied? Das habe ich eben schon im Chat gelesen. Mm-mm. Was ist das für ein Lied? Was hat es damit auf sich? Knossi hat es irgendwie erklärt. Knossi hat sich das gewünscht. Der ist ach Fan krass, von. Okay, alles klar. Okay, Lieblingssong von... Okay, alles klar, dankeschön. Wenn ich mir mit den Dingern nicht die Haxen breche... Meine Schuhe habe ich oben ins Lager gemacht. Die ist nass. Gerade trocken gewesen, meine lange Unterhose. Wir genießen. Zusammen. Nur einmal. Nur durch treibend Error zum Handwerker geworden. Diese Ruhe. Oh, Vögel kommen auch vorbei. Seven on the Wild. Und das ist auch der Moment. Ich habe mit Sascha ausgemacht. Das steht uns so gut. Es war unglaublich Zeit, auch zu Beginn. Sascha ausgemacht, wenn die Sonne untergeht. Denken wir an uns. Du bist unser Held, geh nie weg von der Insel. Juhu! Bleib da. Juhu! Am Beach. Was ein Typ, wie geil, ey. Kommt nicht zurück. Aber ich weiß, wenn er mich nicht vergisst, macht das auch. Ich melde mich nochmal, wenn in der Nacht was passiert. Euer Knossi. Geil. Ja. So. Dann hoffen wir, dass wir das Ding da immer hingebucht kriegen. Boah, du Scheiße. Da ist gut, dass da Steine liegen, oder? Mhm. Giga-Chat. So, das Ding ist groß genug für mich. Krass, ne? Das wirkt so klein, ja, einfach. Ja, ich glaube, das ist GoPro. Das ist wie alles andere. Dumm schwerer Teil. Jetzt sind wir bei uns. Jetzt kommt Anpassungsarbeiten. Die Sonne brennt immer noch. 100 Kilo meinte Otto. Lifehack des Tages. Stimmt. Nicht jeder Bambus hält so eine dicke Holzplatte. Einen haben wir schon durch. Oh. Müssen noch einen suchen. Lübt. Ich krieg das denn. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, hier gegen das Holzbrett. Was? Weil das natürlich null federt. Und ich habe einfach ohne einen Bambus gefunden. Jetzt suche ich die passenden Stücke dazu. Jetzt wird die ein bisschen bearbeitet werden. Ach, jetzt raff ich auch endlich dieses Meme, wo Otto
auf dem Surf, also auf dem Ding, Surfbrett auf dem Meer. Jetzt verstehe ich das auch, okay. Das gut klappen. Mal vor allem hier sowas, was wir hier drin haben, will ich hier nicht im Rücken haben. Oh, das Einhorn. Das Einhorn ist echt geil hier. So, hier seht ihr die Bambus. Plan ist, weil das natürlich einfach schön federt oder ein bisschen federt, das so hinzubringen, dass sie breit genug sind. Mal schauen, mit was vielleicht noch Polster und zurecht machen oder so, dass es zumindest mal für die erste Nacht gut reicht. Und ein bisschen Zeit habe ich auch noch, das ready zu machen. Aber ich muss erst mal wieder ein bisschen Wasser trinken. Und für all die, sagen, ja, was ist mit Wasser, warum trinkst du einfach so? Ja, Wasser Hauptaugenmerk oder einfach das Wichtigste. Aber ehrlich, bei dem, was ich trinke und was ich hier schwitze, ich könnte das gar nicht abkochen. Ich bin den ganzen Tag nur im Wasser kochen. Also scheiß drauf, ich habe angefangen zu trinken, in kleinen Stücken, in größeren, und ich merke genau gar nichts. Ich muss ganz normal auf die Toilette gehen, nichts, kein Magengrummeln, gar nichts. Deswegen, ich gehe davon aus, dass es passt. Vielleicht passt es auch nur bis morgen, ich weiß es nicht, aber das, was ich mir hier reinschraube an Getränken, an Wasser, da würde ich den ganzen Tag jetzt, müsste Prio 1 sein, Feuer machen, irgendwas finden, um zu kochen, indem ich dann 10 Liter koche, um mir 10 Liter Wasser reinzudampfen, anstatt einfach dahin gelaufen, durchladen. Also, so. Schien mir persönlich jetzt logische Alternative. Kann natürlich auch anders sein, wenn es mich deswegen rauskickt. Aber ich denke, das wird es nicht. So, ich mache weiter. Ach, der Fritz. Was macht Fritz jetzt? So, kleines Update. Ich habe mich wieder angezogen. Die Klamotten haben jetzt gut eine Stunde, anderthalb Stunden getrocknet, schätze ich mal. Und ja, es ist schon sehr, sehr viel trocken. Bisschen was noch feucht, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt, nochmal die Sonne zu nutzen, weil vorne ist sie jetzt fast weg. In der Zeit habe ich ein bisschen die Schnur entwirrt und hier auch schon ja zusammengeknüpft. Das ist so Fritz. Ordentlicher Mensch, das ist unfassbar. Ja, den Fritz hättest du gerne als Mann, gell? Der hat alles seinen Platz, nee, alles sortiert. Nee, da wäre ich dann ihm zu chaotisch, glaube ich. Ja, weil du räumst gerne auf, aber nichts hat seinen Platz. Ich räume nicht gerne auf, aber alles hat seinen Platz. Das kann ich schon mal benutzen. Hier sind noch restliche Knäuel. Dauert recht lange, aber das ist halt richtig geiles Zeug. Da ich auch noch nicht so richtig weiß, wo ich mein Lager aufschlagen möchte, gucke ich mich noch mal ein bisschen um. Wir haben jetzt auch extreme Ebbe. Also vorhin war das Wasser wirklich bis hier. Und hier ist alles weg. Ich will mir ein bisschen das Gebiet hier angucken, ob es hier vielleicht irgendwelche Sachen gibt, die ich bei Ebbe dann erkunden kann. Und eventuell auch, ob man schon auf die andere Seite kommt. Aber eine Sache vorweg, und zwar... Ja, was war nochmal mit der Sporttasche? Danke. Die liegt ja noch in meinem Auto ungeöffnet. Gammelt er vor sich hin. Ja, damit hat Liz ja nichts zu tun. Diese nassen MMA-Sachen, das ist richtig übel. Das Übler ist ein Proteinshake, den man eine Woche in einer Tasche in irgendeiner Ecke vergisst und dann aufmacht. Aber ich gebe dir recht, es ist nicht ideal. Ich weiß gar nicht, gab es diesmal eine Beschränkung für die Teilnehmer wie bei Staffel 1? Dürfen die sich komplett frei bewegen? Oder auch damals Staffel 1 war ja irgendwie 500 Kilometer in die eine und andere Richtung. 500 Meter nach rechts und links und ins Inland unendlich lange, wie man Bock hat. Da kam gar kein Regelwerk groß in der ersten Folge, oder? Ja, bin ich mir unsicher. 500, circa 500 Meter, ja. Jetzt da drüben sitze, mich angezogen habe, ist dort vorne, weiß ich nicht, ein Vogel, so eine Art Geier. Und der pickt die ganze Zeit auf irgendetwas rum. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Der wird wahrscheinlich gleich wegfliegen. Aber ich will wissen, was der da hat und was der da frisst. Boah. Ach, da. Hat er das mitgenommen? Da liegt irgendwas. Da liegt. Was ist das? Das ist auch so ein geiler Blick von Fritz. Jetzt sitzt er da oben. Den hast du aber auch. Echt? Sitzt drauf und beobachtet. Nein, echt? Wirklich? Wann gucke ich so? Nee, wenn du was nicht raffst oder versuchst, dann ist das eher so ein mit den trommelnden Affen da. So? Nee, noch dümmer. Noch dümmer, ja. Okay. Boah, das ist ein Fisch. Ja, das ist ein Kugelfisch, der da liegt. Ein Toter. Der pickt an dem rum.
Mal gucken, ob der jetzt hier gleich aggressiv wird, weil ich... Boah, krass. Hier liegt er. Sind die nicht giftig? Mhm. Riecht jetzt nicht irgendwie modrig also, oder so? Glaube ich, ja. Ja. Gleich fliegt er weg. Nicht, dass der mich angreift. Die muss man, also aus Simpsons weiß ich, die muss man so ganz bestimmt schneiden. Und wenn man sich verschneidet, dann sind die giftig. Ist das auch so in der Realität? Aber bei Simpsons ja, ist eigentlich schon sehr viel Wahres immer. Weil er denkt, dass ich sein Zeug will. Igelfisch, sagt der Chat. Ah. Er wartet da oben. Der wird gleich wieder hingehen. Aber hier kann ich euch einmal den Kugelfisch zeigen. Okay. Das Toxin des Kugelfisch ist eins der stärksten der proteinartigen Gifte. Der Giftstoff kann 1200 Mal potenter als Cyanid sein. Aber nicht für Geier? Krass, ich musste gerade dran denken, wer kam zuerst auf die Idee, so einen Kugelfisch zuzubereiten und wie hat derjenige, wie viele Menschen sind gestorben, um zu raffen, wie man Kugelfisch zubereiten muss. Das ist strange. Schon ausgepickt. Ja. Naja, soll der Geier mal ruhig gleich weiter essen. Ja, Geier hat nur die Augen gefressen. Auf jeden Fall ist hier extreme Ebbe. Ihr erinnert euch, als ich angekommen bin, war das alles unter Wasser. Die ganzen Bäume. Und da kann man natürlich jetzt mal gucken. Aber was mir aufgefallen ist, hier vorne gibt es so einen richtigen runden Bereich. Vielleicht. Testspieler. Naja, man kann ja die Anatomie erforschen, bevor man alle essen lässt. Ja, aber. Ja, sowas erkennt man doch immer aus dem Unfall heraus, oder nicht? Vielleicht hat jemand Essen zubereitet für 5 Personen. Davon sind 3 draufgegangen, 2 haben überlebt. Und dann hat derjenige sich gemerkt, ah, die haben den Teil von dem Fisch gegessen. Vermutlich. So wird's, ja. Ja, ja, so würdest du das machen. Sammeln sich dann Fische in diesen Bereichen, die sich irgendwie, ja, die nicht mehr weggekommen sind bei der Ebbe. Und dann könnte man die super aufsammeln oder zum Beispiel auch mit einem Speer jagen die nächsten Tage. Vorne ist so ein richtiges Becken. Ich glaube fast, ich würde jetzt dort vorne rüberkommen. Ah. Oh. Okay, eine Entscheidung treffen. Dort rübergehen, schnell auf die andere Seite oder da hinten weiter erkunden. Ich glaube, dort hinten hebe ich mir lieber auf, weil das sieht nach ziemlich roughen Klippen aus. Aber dieser ganze Bereich ist natürlich schon extrem spannend irgendwie. Ich habe jetzt übrigens meinen Gürtel genommen und hier so quer gepackt und die Machete hier ran gemacht, damit die ein bisschen höher sitzt. Ich bin vorhin die ganze Zeit hängen geblieben, weil die so extrem lang ist, dass sie sich immer an der Kniekehle verfangen hat. Das dachte sich Otto auch. Ich habe es mir verkniffen, weil ich dachte, ihr wollt es nicht mehr hören, aber genau das war mein Gedanke. Hier hinten ist wieder dieser Mangrovenwaldabschnitt, wo ich durchgeklettert bin und der vorhin noch komplett unter Wasser stand. Geil. Jetzt kann ich einfach rüberlaufen auf die andere Seite. Huhu, wie geil ist das denn? Auf der Seite habe ich auch auf jeden Fall länger Licht. Ich habe ja doch einen Strand. Geil. Was ist hier hinten los? Ich höre euch. Das ist alles unter Wasser normalerweise. Puh, jetzt sehe ich mal das ganze Ding hier. Also die Seite fühle ich hier irgendwie mehr. Aber ich wäre so gern an irgendwelchen schönen Kokosnusspalmen gewesen. Das hätte ich mir irgendwie gewünscht. Ich gehe da oben mal kurz rein. Das sieht nach einer Lichtung aus. Es sind dabei Krebse, die sich bewegen. Deswegen habe ich mich gerade so erschrocken. Wenn man das sauber kriegt, wäre es ein heftiger Auffangbehälter für Regen. Hier ist eine Kokosnuss. Ist das hier eine Ingwerknolle oder was? Schaut mal, hier ist Beton. Ach krass. Hier ist ein Stück Betonweg. Aha. Achtung, gleich kommt die 5-Sterne-Hütte. Ja. Das könnte noch von damals sein, als die militärisch genutzt worden ist.
Auf der Insel wurden in den 1940er Jahren Chemiewaffentests durchgeführt. Das Militär hat dafür vereinzelt Zufahrtswege durch den Dschungel angelegt. Alle Kandidaten wurden im Vorfeld über die mögliche Gefahr von Blindgängern informiert. Also vor denen hätte ich mehr Angst als vor einem Krokodil, ehrlich gesagt. Ja, es gab ja behind the scenes, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast von Dave, da ging es so komplett um die Insel, um diese Chemiewaffentests. Okay, okay. Hier ist richtig Beton. Das ist eine richtige Freifläche. Boah, hier ein Haufen Fässer. Alles mit durchgerosteten Fässern. Das ist doch safe noch aus dieser Chemiewaffenzeit. Hier Beton, Metallrohr. Das sind doch alles irgendwelche illegalen Müllgiftfässer hier. Scheiße. Der Akku war gerade alle. Wir waren ja jetzt in der letzten Aufnahme an diesem Weg dort dran. Ich bin nämlich weiter gefolgt. Das heben wir uns mal für die nächsten Tage auf. Aber ich bin dort drüben auf der anderen Seite noch ein bisschen weitergegangen, habe ein bisschen was erkundet, habe eine Entdeckung gemacht. Ich weiß nicht, was das ist, aber das zeige ich euch die Tage nochmal. Ich glaube, das hängt auch mit diesen Fässern zusammen. Irgendwelche Hinterlassenschaften von der militärischen Nutzung. Keine Ahnung, was das genau ist. Und tatsächlich habe ich das noch gefunden und mitgenommen. Ein Netz, ein ja Fischernetz, schätze ich mal, aber aus so richtigem dicken Stoff. Ne? Also jetzt nicht aus so Angelsehne, sondern richtig nice. Ist auch noch stabil, kann man nicht zerreißen. Wieder ein bisschen gelootet. So, ich habe immer noch kein Nachtlager. Naja. Wir haben extreme Ebbe, ihr seht's. Aber ich habe sowohl da drüben gesehen, da war auch kein guter Lagerplatz, als auch hier. Das ist bei Flut komplett mit Wasser voll. Seht ihr das? Bis komplett hier ran. Das heißt, ich habe hier an der Seite einen Streifen von vielleicht einem Meter, wo ich langlaufen könnte. Ich kann hier nirgendwo mein Lager aufbauen. Auch hier nicht. Der Müll würde ja sonst nicht da liegen. Hier kommt komplett das Wasser rein. Das heißt, dieses komplette Gebiet, auf dem ich mich hauptsächlich bewegt habe, in den ganzen letzten Stunden, an den Felsen dran, mit diesen ganzen Steinen, strandartig, ist nicht lagertauglich, weil ich hier absaufe. Also muss ich doch wieder rein in den Dschungel. Scheiße. Ich mache keine großartigen, riesigen Bauwerke und trotzdem öle ich wie Sau. Ich weiß, ich habe schon dreimal jetzt gesagt. Ich habe gerade die letzten Minuten das Netz entwirrt. Das sind viele kleine Fetzen, die man vielleicht für einen Reusenbau, Kescher oder sowas verwenden kann hier. Aber mein Plan tatsächlich war es, sich eine Hängematte damit zu bauen. Und zwar mit diesem grünen, mit dieser grünen Schnur, die ist sehr, sehr belastbar. Und mit dem Netz. Und ja, ich habe es mir ein bisschen besser vorgestellt. Es ist wirklich sehr, sehr löchrig. Aber der Bereich, finde ich, sieht ganz gut aus. Wenn ich das nochmal checke, die Löcher vielleicht dann ein bisschen zumache mit diesen Fetzen, dann könnte ich doch ein recht großes Netz haben, woraus ich mir eine Hängematte bauen kann. Und das Geile wäre, wenn ich mir daraus eine Hängematte baue, dann kann ich die irgendwo im Lager aufbauen. Aber wenn ich merke, ey, ist vielleicht scheiße, fühle ich mich nicht wohl, zu viel Moskitos, ich will woanders hin, dann baue ich die ab und kann nächsten Tag woanders pennen. Das ist tatsächlich der Plan. Da bin ich ein bisschen mobiler mit meiner Lagerstätte. Die erste Nacht wird auf jeden Fall sehr, sehr improvisiert. Ich will nicht gleich am Anfang einen riesen Shelter bauen mit Dach und Schlafplattform und so weiter. Habe ich generell Bock, aber nicht gleich am ersten Tag. Ich muss das mal langsam Ressourcen checken und so weiter. Deswegen ist der Plan halt hier so eine improvisierte Hängematte. Ich weiß nicht so recht. Na ja, gut chillig, ne? Ich lieg auf dem Boden. Hm. Scheiße. Die Musik. Hm. Aber ich habe hier diverse. Was hat sich das dachte ich auch wieder, gebaut. Was der sich da für ein Konstrukt da ausgedacht hat. Da hätte ich gern ein Tutorial zu gesehen. Verstellbare Knoten gebastelt.
können auch ein bisschen justieren direkt. Okay. Das Netz ist. Fuck! Jetzt habe ich ein dickes Problem. Scheiße. Ich habe gerade mit Sammeln, Auseinanderknüpfen, Knoten und so weiter für dieses Netz gefühlte 2 Stunden investiert. Hab da richtig dran gerobt, da ist nichts zerrissen. Aber jetzt war es doch nicht stark genug. Alter. Boah, das ist jetzt richtig. Jetzt wird dunkel. Ich muss mir was überlegen. Variante 1. Netzhängematte. Sah so nice aus. Hier schön mit verstellbarem Knoten, mit einem Stock drin. Stufenlos verstellbar und so weiter. Aber das war wohl nichts. Auch hier, guck dir das an. Oh, schön, wie aus dem Bilderbuch. Aber wenn das Netz nicht hält, dann bringt mir das auch alles nichts. Shit. Ich habe keine Zeit mehr, jetzt hier noch großen Shader zu bauen. Dann baue ich mir doch lieber ein kleines Trabberbett unten irgendwie direkt an den Felsen und lass mich von der Flut überraschen. Ja, moin. Krass, das ist geil gemacht. Richtig geil. Aber Moment, ich lasse erstmal zu Ende dingsen. Krass. Krass. Hier, Fritz. Was hat Nova nochmal gebaut? Weiß nicht, aber sie hat einen Biwak. Ach, den Biwaksack, genau. Ja, perfekt. Stimmt. Ja, perfekt. Otto hat sich das Bett gebaut. Joris hat angefangen. Knossi hat die Hängematte, ja. Okay. Krass. Aber finde ich saugut, dass man das mal sieht. Ja, richtig geil. Mega. Ich bin saugespannt auf die Folge. Vorschau? Ja. Ach, Vorschau. Noch 30 Minuten bis zum Einbruch der Nacht. Seven vs. Wild, Panama. Nice. Ich finde es halt so geil, dass dieses Format einfach von den Ereignissen lebt, so, ne? Dass man sieht, wie simpel das ist. Also, dass die Leute ausgesetzt werden und es passiert einfach was. Und daraus kann man solche Cliffhanger bauen oder hat solche Cliffhanger. Richtig geil.